Wieso habe ich den Ort? Ich bin ja nicht, oder bin ich eine Reinkarnation doch von Wukong? Na, jetzt bin ich ein bisschen. Na, wer will zuerst? Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Moment. Ah, okay. Hat er uns doch noch erwischt. Boah, Fluffy! Einen wunderschönen guten Morgen. Schau mal, wir hatten es doch schon. Ja, wir hatten es doch schon. Erst sagt man guten Morgen und dann machen wir den T-Rex. Oder man macht guten Morgen und dann machen wir Sport. Oh, das, oh. Ich weiß, die Schockwirkung ist größer, wenn man einen T-Rex startet. Aber ey. Da geht's runter. Wer hat denn. Moment. Wer benutzt diese Emotes? Ne? No Coffee. Ne, No Coffee gibt's gar nicht. Ich habe aber gar keinen hier stehen. Wollen wir zu dem runtergehen? Nein, wir gehen mal am Pfad entlang. Wir gehen mal am Pfad entlang. Ups, ganz kurz. Ah, wie geht's dir denn, Fluffy? Ich kann ja nur sagen, ich bin ja frisch aus dem Urlaub zurück. Frisch aus Südfrankreich, wieder da. Wie, die sind von dir. Das ist also dein Aufbegehren gegen alle Kaffeetrinker, ne? Mhm, schon verstanden. Weißt du, wir Kaffeetrinker, die offen sind für alle Teetrinker, wir verschließen niemanden aus. Und da kommst du? Na, da kommst du? Ah, schon verstanden. Schon verstanden. Das, Moment, wir gehen erstmal. Gehen erstmal erkunden. Raucher werden seit Jahren diskriminiert. Jetzt muss halt mal die Kaffeefraktion dran glauben. Ja, okay. Aber ich schade ja niemanden, wenn ich Kaffee trinke. Hm? Bei Rauchern ist das ein bisschen anders. Da. Mit ERT Sachen sammeln. Da werde ich mich auch eine Weile dran gewöhnen müssen. Das sind Pilze. Doppelsprung wäre eigentlich auch noch was. Geht's relativ gut, muss noch bald los auf Arbeit. Ich hab noch frei. Ja, die Woche, noch nächste Woche. Ja, ich hab noch frei. Es ist aber unglaublich, wenn man längere Zeit mal wirklich Urlaub hat, wie sehr man die Zeit vergisst. Also so Wochentage, da hätte ich mich nicht nachfragen dürfen. Ich hätte dir nicht sagen können, welcher Wochentag aktuell gerade ist. Heute ist Freitag, ergo 13:30 Uhr. Feierabend. Das ist eine super Zeit, da kann man immer bei Flops mitfahren. So, da hinten müsste jetzt der sein, den wir eben von der Brücke gesehen haben, oder? Ja. Doppelangriff.
Aua. Sag mal. Okay, es ist relativ ungesund mit einem schweren Angriff im Kampf zu öffnen, ne? Also mit einem schweren Sprungangriff. Ja, okay. Hab ich gelernt jetzt. Wir werden es trotzdem immer wieder machen. Aber was können, weil es lustig ist. Da geht's nicht weiter. Da ist auch nichts mehr. Oh, da ist noch ein Pilz. Und dann gehen wir mal zum ersten Zwischenboss, ne? Stier ist es, glaube ich. Ich glaube, wir sind da gerade lang gelaufen. Können wir mal einmal wertschätzen, wie schön dieses Spiel aussieht? Ich mag's. Nee, ich mag's ja. Und das jetzt schon ganz am Anfang im Wald der Wölfe. Im Wolfswald. Im Wald bei den Wölfen? Ah, oh, keine Ahnung, wie es genau heißt. So. Bei dem müssen wir ja vorbei, ne? Bist du ein Stier? Bullenwächter. Okay, Bullenwächter. Dass man aus den Angriffskombinationen nicht raus ausweichen kann. Das ist ein bisschen. Ja, Dreierangriff. Okay. Kapisch. Ups. Achso, Sequenz. Okay. Kennst du die Sage um Wukong? Ich habe den ersten Band tatsächlich jetzt im Urlaub gelesen, ja, weil ich neugierig war. Also den ersten deutschen Band. Die deutsche Übersetzung im ersten Band. Ja, habe ich gelesen. Ich kann auch etwa einschätzen, wo wir zeitlich sind. Also wir sind, glaube ich, am Ende der Reise nach Westen und der echte Wukong wurde wieder in dieses Steinei verwandelt und wir sind quasi eine Reinkarnation davon und müssen jetzt die ganzen Relikte Wukongs wieder sammeln. Ja, ist das so? Ich glaube in etwa richtig. Von dem her, was wir hier spielen, ist ein, wie soll man das sagen, ein Schlappschlanz-Wukong, ne? Sun Wukong ist tatsächlich um einiges mächtiger, als wir hier gerade sind. Just point your finger at them and release this spell. You'll be able to hold them in place while giving yourself a breather. Ja, das geht nicht durch. Aber Wukong ohne Viagra, ja. So sieht es aus. Though it's good enough against boneheads like this one. Moment, das geht durch. Also zumindest das, was angezeigt ist. Das ist cool. Au. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, wir hätten ihn leben sollen, aber wir hatten eh so fast gut wie das keine Leben mehr. Ich glaube, Tote habe ich resettet. Ja, ist auf 1. Wie üblich, ne, Tote werden durch Sport abgearbeitet. Ich versuch's bei 0 zu halten, aber es wird bestimmt Bosse geben, da wird's hochschnellen. Gut. Gegner sind auch wieder da, ne?
so mal durchzugehen, ohne Schaden zu nehmen, damit wir. Vollem Leben zu dem Boss kommen. Ich weiß nicht, ob Durchrennen eine Option ist. Nein, wirklich nicht. Aber es sind nur zwei Gegner. Okay. Haben wir jetzt schon. Ah, wir können jetzt schon. Drei Angriffe. Auch drei Angriffe. Extrem verzögert, aber es sind drei Angriffe. So, Moment, können wir jetzt? Der originalgoldene Stab. Aber wir haben bereits den Stab, den wir aus dem Ohr ziehen. Und das kann eigentlich nur diese eine Waffe sein. Also, das ist das, was mich etwas verwundert. Wir sind nicht. Der Original Sun Wukong haben aber seinen Stab. Das ist seltsam. Na, zu früh. Ah, drei Angriffe. Na, machst du was? Nee. Ja, da mal den doch. Null Probleme. Sehen wir es gleich. Es müsste gleich entweder. Selbststimmung, Geistfunktion. Selbststimmung öffnen. Talente steigen Stufen auf, um mehr Geistfunken zu halten und mehr Fähigkeiten und Zauber zu erwecken. Geistfunken gehen bei der Wiederbelebung nicht verloren. Seine Heiligkeit, Lord Flops von Knorke, Bezwinger des Nebels, Herr der Schmetterlinge. König der Ausreden und Fahrer des blauen Kackhaufen-Autos betritt den Raum. Moin Flops. Was heißt hier gerade los? Wir sind schon 35 Minuten drin. Aber es geht gerade los mit Wukong, ja. Wir haben gerade den ersten Plossbach platt gebügelt und wir sind nur einmal dabei gestorben. Kann man schon mal stolz auf sich sein. Ich bin am Tutorial-Boss, wo wahrscheinlich die wenigsten sterben. Da bin ich nur einmal gestorben. Das sieht so nackig aus. Ja, ich hab ja auch noch nichts. Das ist ganz am Anfang. Ich bin gerade aus dem Urlaub wieder zurück und fange das Spiel jetzt gerade an. Da kann man noch nicht so viel haben. Ja, da muss man ja erstmal hier ein bisschen durchspielen, bevor man ja Items kriegt. Das ist ein Fuchs, nicht verwandelt. Muss man da alle verhauen? Ja, natürlich muss man ja alle verhauen. Das ist doch ein Verhauspiel, oder? Moment, ich kann ja mal versuchen, mit dem Nächsten zu reden. Wo ist denn der Nächste? Da, hier, Frosch. Na? Und wie man sieht, der hat angefangen. Na? Da, schon wieder. Ich wollte hin und mit dem reden und der fängt an, mich aufzuschlitzen. Das geht gar nicht. Also. Da ist nochmal ein. Vielleicht kann man mit dem reden. Na, wir gehen mal ganz langsam hin. Aber wie man sieht, greifen die sofort an. Ach, das war Hausfriedensbruch. Ja, wenn man in den Teich reinläuft, ja gut, das kann man natürlich als Hausfriedensbruch gelten lassen. Und da hat er natürlich nur sein Heim verteidigt, ne?
Aber was dafür Rino freuen würde, oder freut bestimmt, ich habe gesehen, er spielt's auch, man kann den Hasen nichts tun, ne? Man kann aber das Hase ja auch nicht streicheln. Moment, wo sind wir jetzt hergekommen? Von da. Da ist der, da gehen wir jetzt den zweiten Weg hier hoch. Die Rache der Kitsune wird böse sein. Ich habe das Spiel in der Demo mal angespielt. Das, ich weiß nicht, wie es mit vollem Namen heißt. Kitsune. Ja, macht Spaß. Aber nicht so viel Spaß, dass ich streamen will. Wobei die Demo halt auch nur einen ganz, ganz kleinen Einblick gibt. Oder nicht? Ne, da ist nichts. Nichts übersehen. Wir gehen weiter. So ein Mist. Ja, aber wirklich. Dass man ja nicht mal den Hasen das Fell über die Ohren ziehen kann. Das ist... Das würde sich so gut machen als Gürtel, ne? Um das schöne Tigerfell. Oh, den habe ich jetzt. Fast übersehen. Aber noch fast. Aber ne, auch der, okay, den haben wir jetzt in der Meditation gestört. Ja, ich sehe, wo das hinausläuft. Alles macht man hier falsch als Reinkarnation des Affenkönigs. Geht da, ah, kann man kaputt machen. Der Kitsune-Fuchs ist ein Wesen des japanischen Volksglaubens aus der Gruppe der Yokai, Kami und Hanyo. Er gehört mit zu den bekanntesten und vertrautesten, aber auch am meisten gefürchteten Fabelwesen Japans. Der Glaube an Kitsune ist seit der Frühzeit überliefert und dauert in ländlichen Gegenden bis heute an. Das ist auch diese typische Fuchsmaske, oder? Die kenne ich. Ich weiß nicht woher, aber die kenne ich. Ich wusste aber nicht, dass das Kitsune... Oh, stimmt, wir haben gar keine Punkte vergeben. Ich habe keine Ahnung. Fundament, Stabhaltung und Mystik. Aber ich kann doch hier oben, genau, Fundament, Stabhaltung, Mystik. Aber so hin und her wechseln. Fundament ist schon mal nicht schlecht. Verringert die Ausdauerkosten... Sprinten ist egal. Talentstufe verringert die Ausdauerkosten fürs Ausweichen. Erhöht die Angriffsreichweite des ersten leichten Annehmer. Stabwirbel. Die Vorwärtsbewegung, das hatte ich ja beim Antesten auch schon. Finde ich sehr gut. Gewährt mehr Fokus, wenn die zweite Aktion der leichte Angriffskombo einen Gegner trifft. Ermöglicht Sprinten während des Aufladens. Nee. Lebenswiederherstellung nach Verbrauch von Fokus. Genau. Oder dein Profilbild. Das ist auch Kitsune. Okay. So eine Maske bestellte ich mir jetzt auch noch. Oder eine Original aus Japan. Nicht gerade günstig. Ja, vor allem das einschiffen lassen dann, ne? Oder halt liefern lassen. Erhöht den Schaden an gelähmten Gegnern, wenn du einen Gegner triffst, der durch einen leichten Angriff gelähmt wurde. Ich glaube, der nächsten Lebung leicht verletzt. Moment, durch den leichten Angriff gelähmt wurde. Das ist doch ein Zauber. Wie kann man durch leichte Angriffe... Wir nehmen das hier. Und wir haben uns kein Leben gegönnt. Aber ein bisschen Leben zurückkriegen. Das gönnen wir uns. So.